Persönliche Bestleistung 7,33 Meter. Annie Nichols ist Zweite der Weltrangliste. Dass sie so gut im Rollstuhlkugelstoßen sein wird, hätte sie nie gedacht. Der Erfolg macht sie stolz. Das kann man nicht anders beschreiben. Das ist toll. Das Gefühl. Koordination und Kraft, unverzichtbar für Annie. 16 Jahre ist sie alt, sie wurde mit einem fehlgebildeten Rücken geboren. Laufen konnte sie nie, Rollstuhl und Leistungssport, für Annie kein Widerspruch, der Sport gibt ihr viel. Dass man sich frei bewegen kann und halt was Neues ausprobieren kann und man lernt ja auch sehr viele neue Leute kennen. Schon als kleines Mädchen wollte Annie nur eins, Sportlerin werden. Und sie hat's geschafft. Erst vor 2 Jahren hat sie mit dem Kugelstoßen angefangen. Sie ist extrem erfolgreich. Der Wurfstuhl, neben der Kugel Annie wichtigstes Equipment, speziell auf sie eingestellt, muss er vor jedem Training neu aufgebaut werden. Bin ich hier halt festgeschnallt, damit die halt nicht rauskommen, die Füße. Weil die müssen drin bleiben, sie dürfen nicht rauskommen, weil ansonsten wird das auch schon ungültig gegeben. Die Technik an sich ist natürlich schon die gleiche, nur dass man eben bedenken muss, dass die Beine halt nicht mit aktiv sind, was gerade beim Werfen auch einen großen Teil ausmacht, weil die Bewegung eigentlich aus den Beinen kommt. Und Annie hat ein großes Ziel. 2020 bei den Paralympics in Tokio dabei zu sein, das wäre mein Traum. Und deshalb feilt Annie Nichols jeden Tag ein bisschen mehr an ihrer Technik. Schließlich will sie ganz nach oben.